Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Sch zu diesen Predictions im College Football Season 20, 21, 2022. Woche 1, let's go. Heute um 19 Uhr. Nebraska gewinnt gegen Illinois mit 42 zu 7. Dann um 21:30 Uhr Hawaii gegen UCLA. Das geht 31 zu 33 aus für UCLA. Dann am 3.9. um 1:30 Uhr South Florida gewinnt gegen NC State 45 zu 31. East Carolina schlägt ganz knapp Appalachian State mit 14 zu 13. Dann um 2 Uhr. Iowa State gewinnt gegen Minnesota deutlich 41 zu 6. Dann am 4.9. um 0 Uhr. North Carolina verliert gegen Virginia Tech 31 zu 33. Dann um 3 Uhr. Michigan State gewinnt gegen Northwestern Wildcats deutlich 55 zu 0. Dann um 18 Uhr Western Michigan gegen Michigan Wolverines 21 zu 34 ging für die Wolverines. 21:34. Dann Penn State verliert gegen Wisconsin mit 43 zu 48. Um 21:30 Alabama gewinnt die Alabama Clemson Tide gewinnt gegen Miami Hurricanes 51 zu 0. Dann am 5.9. um 1:30 Uhr. Georgia Bulldogs gegen Clemson Tigers. Das gewinnt Clemson 33 zu 35 nach Overtime. Florida Athletics gegen Florida Gators. Das gewinnen die Gators mit 14 zu 41. Und am 6.9. um 1:30 Uhr Notre Dame gewinnt gegen Florida State mit 7 zu 3. So, das war's von der ersten Woche der Predictions im College Football Season 2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, daneben ist die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und ich bin raus.